Deutschland in der Pandemie. Früher konnte man einfach ins Theater gehen. Diese Zeiten sind längst vorbei. Doch hier in der Metropole Berlin hat man alles getan, um auch unter höchsten Inzidenzen unbeschwert Kultur genießen zu können. Ausgewählte Schutzkleidung und die flexible Anpassung der Infektionsschutzverordnung machen es möglich. Der geübte Theatergänger hat seine persönliche Sicherheitsausrüstung stets vollständig dabei und rasch angelegt. Wenige routinierte Handgriffe und schon geht es zum Kulturgenuss. Das ist einfach, elegant und vor allem sicher. Nach einer kurzen Überprüfung des Impfstatus geht es los. Dieses moderne Theater verfügt selbstverständlich über eine proaktive Lüftung, die automatisch Viren aufspürt. Die Software kennt von jedem Virus den Vornamen. Die Viren werden einzeln durchnummeriert, sofort aus dem Theater entfernt und im Anschluss unverzüglich an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. Von dort werden sie umgehend per Fax an das Robert-Koch-Institut überstellt und routinemäßig erkennungsdienstlich behandelt. Von all dem merkt unser Kulturfreund allerdings wenig. Zusätzlich bietet das Sicherheitskonzept des Hauses eine reduzierte Platzausnutzung. Und so kann der Besucher sich unbeschwert und frei von Angst vor Ansteckung auch im kritischen Infektionsgeschehen dem Kunstgenuss ohne jede lästige Einschränkung vollständig und tiefenentspannt hingeben. So begegnet unsere Zivilisation der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber natürlich wollen Menschen nicht nur tiefenentspannt Hochkultur genießen. Die wollen Action, das Spaßbad in der Menge, heiß, ansteckend, erregend. Und schon suchen schlaue Veranstalter fiebernd nach Orten, an denen Menschen auch in der Pandemie richtig schön zusammenkommen können. Und zwar nach Hygienerezepten à la Robert Koch. Drüben Testezentrum, weißt du, lange Schlange. Bei mir leer. Ich esse original türkische Dönerbude in der Wedding. Aber keine Sau kaufe. Ich habe Nase voll. Ich habe dicke Hals. Ich habe dicke Nase. Ich habe so eine dicke Rotzenase voll. Ich mache auf Testezentrum. Ich kann Spieße umdrehen. Ich kann Spieße in Nase drehen. Nein, nein. Und das ist ja unangenehm. Wo haben Sie denn Test gelernt? Ich erhole mich akquierbar ein. Abfett raus. Warum lasst ihr euch denn alle testen? Na, weil ich zum Blauen Montag will. Na klar. Blauen Montag. Ich will auch zum Blauen Montag. Ich will auch zum Blauen Montag. Schon mal Wochen drauf. Mit viel Freude. Der Blaue Montag am 7. Februar. Um 20 Uhr im Theater der Wühlmäuse, der Blaue Montag. Jongleure nehmen wir nicht mehr. Moment, Augenblick. Ja, ich guck mal nach. Ja, ich habe das hier im Vertrag stehen. Was? Darüber? Sie waren, nein, Entschuldigung, ja, da haben wir einen Vertrag. Das ist abgesagt. Ja, wegen Corona. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das wusste schon Karl Valentin. Ja, was machen wir, wenn keine Leute kommen, wenn der Bundespräsident, das Schlossgespenst von Bellevue, ja, wenn der sagt, die Leute sollen zu Hause bleiben, ja, dann gehen wir eben dahin, wo die Leute sind. Wo sind die Leute? Im Testzentrum. Wir machen ein Testzentrum. Das wird ein Theater. Ich will mich mit Lebensviren infizieren, aber wo? Da! Ich komme!